Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Order and Chaos Online, Abstieg der Flammen. Meine lieben Freunde und Kinderchens, das Update ist jetzt da. Was kann das wohl heißen? Richtig, die neue Klasse ist da und zwar sind das meines Wissens nach die Flammenritter. Ja? Und ja, ich habe ja in den letzten Parts so gefragt, ja, wollte ein Let's Play dazu sehen, aber ich kann es noch gar nicht Let's Playen. Weil man diesen Flammenritter erst ab Stufe 70 bekommt. Das heißt, man muss erstmal auf Stufe 70 gewesen sein, damit man überhaupt den Flammenritter bekommt. Was ein bisschen schade ist, aber mein Gott. Naja, wollte ich euch nur gesagt haben. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in Glimmermoor. Also bis gleich. Aber, meine lieben Freunde und Kinderchens, um euch wirklich zu beweisen, dass man wirklich Level 70 sein muss, ich klicke auf neues Charakterfeld, wähle mir einen Mensch aus. Gehe dann auf Flammenritter. Flammenritter haben ihre Leben der Ausführung von Kalins Willen verschrieben. Einige von ihnen wählen, als Beschützer zu dienen, während andere durch die Feuer ihrer Kreuzzüge zu tödlichen Vernichtern geschmiedet werden. Mit dem richtigen Training kann jeder Ritter die Fähigkeit entwickeln, sich während der Schlacht in eine mächtige... engelhafte Kreatur zu verwandeln. Du brauchst einen Charakter mit Level 70, um diese Klasse zu wählen. So. Falls man mir nicht glauben wollte, jetzt ist es offiziell und wir sehen uns jetzt wirklich wieder im Glimmermoor, also bis gleich. So, Freunde und Kinderchens, da sind wir jetzt wieder in Glimmermoor und wir haben anscheinend ein neues Belohnungssystem. Aha. Schauen wir mal. Belohnungen. Heute bekommen wir ein Emblem, ein Heldenwappen oder ein Heldenemblem und morgen gäbe es schon zwei Teleporter nach Grünberg. Aha. Sehr schön. Ist anscheinend dieser Tageslogin, der wurde halt anscheinend verändert. Nice to know. Jetzt gucken wir wieder in den Truhen nach, was denn dort so Formidables zu finden gibt, sag ich schon fast, ja. Ein Glückskreuz. Was? Was? Ihr seid doch Pisskinder. Jetzt haben sie die Truhen so genervt, dass man die erst ab Level 35 öffnen kann. Sag mal, seid ihr irgendwie behindert? Oh Mann. Heldenwappen. Du musst Level 55 erreichen. Wollt ihr mich verarschen? Was sind das denn für Wichsköpfe, Alter? Warum nerven die das denn so? Was geht bei euch? Knochenstab. Denke mal. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich denke mal, dass dieser das Saatzlenas Stab schlechter ist als unser Knochenstab. Deswegen behalten wir anscheinend mal unseren alten Zauberstab. Aber wenigstens haben wir ein neues Heldenwappen bekommen. Ist das nicht cool? Ich denke schon. Das haben sie anscheinend auch überarbeitet. Hier sieht man jetzt ganz klar, was es mehr gibt und was weniger. Schultertuch des Syl des. Schulterpanzer der Barbaren. Ach so, ja. Kann ich auch gar nicht ausrüsten. Logisch. Ist ja für einen Krieger. Also kann ich das auch gleich verkaufen. Mache ich auch direkt mal. Bevor ich andere Quests annehme oder abgebe, um Belohnung zu erhalten. Und ich würde gerne wieder rauszoomen, wenn das möglich wäre. Wäre das möglich? Ich möchte rauszoomen. Hallo. Alter, ist das behindert gemacht. Okay. So, wo kann ich denn hier was verkaufen? Verdammt nochmal. Verdammte Hacke! Ich denke mal da drin, oder? War da nicht so ein Händler drin? Ich denke schon, oder? Nicht? Doch, doch, ich wusste es doch. Was macht der denn da? Der ist voll am Abdancen. Hi! Gut, verkaufen wir mal diese beiden Sachen hier. Anhänger der ungewissen Zukunft. Kann ich nichts mit anfangen. Kann man die Sachen jetzt doch wieder verkaufen? Das frage ich mich gerade, Leute, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wir das vorher noch nie verkaufen konnten.
Okay, Glückskreuze können wir nach wie vor nicht verkaufen, aber. Komisch. Ich habe anscheinend wieder eine Antwort bekommen. Da können wir jetzt mal ein paar antworten. Warum denn nicht? Meine Güte. Ich meine, es ist zwar ein bisschen störend, aber die wissen ja nicht, dass ich aufnehme, weißt du? Es ist ja manchmal wirklich so, dass ich dann vielleicht da und da rumsitze oder ein bisschen levele. Es ist nicht immer der Fall, aber es kann manchmal echt sein. Naja, wir geben auf jeden Fall die Quest ab. Richtige Erklärung. Ja, ich verstehe das, Umano. Wird nicht zulassen, dass seine Träume Glimmermoor in eine blühende Stadt zu verwandeln, von der Wahrheit gestört werden. Also, um noch ein bisschen Background-Story da reinzubekommen. Dieser Typ hier, er meinte, dass diese ganzen Verschwinden und diese ganzen Tode übernatürlich sind. Und so weiter und so fort. Und der Dorfälteste oder dieser Dorfanführer meinte, nein, das ist alles natürlich und das ist überhaupt nicht überparanormal und sowas. Deswegen halt die Schnauze, sonst kriegst du eine geklatscht. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. Und das hätten wir auch erledigt. Dankeschön, PT. Danke, freut mich. Prinzipiell alle Leute, die mir helfen wollen. Ich beantworte da auch kaum noch Kommentare drüber, weil ich es sehr oft sage. Und ich sage es jetzt hier an der Stelle noch einmal. Wenn ihr Level 70 seid, bitte vermeidet tunlichst mir zu helfen. Okay, weil ich habe einfach keinen Bock darauf, dass die Quests oder dass manche Quests richtig schnell erledigt werden. Da habe ich keine Lust drauf. Also ich will auch hier ein bisschen was selber schaffen und mich nicht nur von Level 70ern hochpushen lassen. Also ich weiß, dass sehr viele hier hochgepusht werden, aber das brauche ich nicht. Vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme, aber jetzt gerade für den Moment komme ich eigentlich schon relativ klar. So vom Levelmäßigen her. Alles klar. Aber ich kann euch sagen, die nächste Aufnahmesession könnte eventuell wieder mit euch sein, denn wir müssen hier durch ein PvP-Gebiet und weil ich ja keinen Bock habe, getötet zu werden, wäre es sehr nett, wenn da ein, zwei starke Leute mir helfen könnten, um nach Miskatonien zu kommen. Weil es einfach nur behindert ist. Glaubt mir, man wird da abgeschlachtet. Wenn man da durchläuft und von einem PvP oder von einem echten Mitspieler gesehen wird, man wird abgeschlachtet und landet wieder auf dem Friedhof. Das ist echt beschissen. Das ist Zeitverschwendung und das muss nicht sein. Deswegen würde ich mich freuen, wenn sich da ein paar Leute zusammenfinden, die mit mir dann zusammen im nächsten Part nach Miskatonien laufen, wenn das recht ist. Um es nochmal offiziell zu machen. Waldläufers Angst. Ich kann nicht glauben, dass sein Wahnsinn einfach schon immer in ihm schlummerte. Das ergibt keinen Sinn. Damit sind wir Level 26 und ich glaube, wir können auch schon längst wieder einen neuen Zauber erlernen, oder war das nicht so? Haben wir. Wir haben zwei. Was? Warum sind die Punkte jetzt weg? Ich habe diese Punkte niemals entfernt. Warum sind die Punkte jetzt weg? Wie behindert ist das denn? Ist das nach dem Update so geworden? Wenn ja, dann ist es übelst behindert. Oh Mann. Das ist ja echt behindert. Ich habe das niemals entfernt. Niemals. Geil. Jetzt kann ich diese ganze Scheiße noch einmal einstellen. Aber oh, das ist doch behindert, Mann. Bitte. Ich weiß nicht mal, was ich jetzt hier machen soll. Was habe ich denn vorher hier aufgelevelt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht das hier? Oder das? Kann sehr gut sein. Ich habe, glaube ich, kaum in Eis investiert. So, wir haben noch vier nutzbare Punkte. Ja, ich weiß nicht, Alter. Das hört sich gut an. Ein bisschen Verkürzung der Zeit von Frostblitz oder Feuerball, das hört sich auch gut an. Ja, warum nicht? Da investieren wir auch mal rein. Schadet ja nicht. Ansonsten machen wir so. Machen wir so. So, ich weiß zwar nach wie vor nicht, was der Scheiß soll. Und jetzt ist es auf jeden Fall wieder so weit, dass meine ganzen Fähigkeiten weg sind. Aber wisst ihr was, Alter? Ihr habt mir sowieso empfohlen,
die ganzen Sachen da reinzupacken. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch, Alter. Ich weiß, ich glaube, ich werde es bereuen, aber ich mache es einfach mal. Ich weiß zwar nicht, wie genau ich das machen soll, aber es ist scheiß drauf. Wir machen das schon irgendwie. Nein, danke, ich möchte keinen Handel. Menschenskinder. Ja, ich würde sagen, ich stelle das so alles so weit ein und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Okay, meine lieben Freunde und Kinderchens, da bin ich jetzt wieder fertig und ich würde sagen, wir können jetzt auf jeden Fall ein bisschen. King Zero, wenn du schaust ja gerade sowieso zu und ich finde nicht, dass du störst. Es ist nicht störend, wenn du mich jetzt fragst, ob du helfen kannst. Es ist ja nur gut gemeint. Es nervt nicht. Es ist einfach nur so das Ding. Für den Moment noch nicht, aber das habe ich auch eben schon geklärt. Ne? Weißt du Bescheid? So. Das Doofe ist, dass man die Karte jetzt nicht sehen kann, oder? Ist das nicht so? Das ist die Scheiße hier dran, dass man die Karte danach nicht sehen kann. Das ist echt behindert. So, jetzt weiß ich auch nämlich gar nicht mehr, wo ich hin muss oder was ich so richtig machen muss. Aber ich denke, wir finden schon was. Wir finden schon eine Möglichkeit. Und zwar erstmal hier raus. Denn da hinten wartet ja auch noch eine Quest auf uns. Ne? Ich weiß zwar nicht mehr was genau, aber wir finden das schon. War doch irgendwo da hinten rechts, war das nicht so? War da nicht rechts irgendwie was? Ja. Was denn, wenn ich die Karte so aufmache und dann das hier mache? Ja, geht die Karte weg. Das ist behindert an der Karte, weil ich habe die Karte gerne auf. Ja, das auch nur nebenbei. So war da. War da hinten nicht so eine Quest mit so einem riesigen Wurm oder so? War das nicht so? Der Sumpfkriecher, genau. Dieser Wurm. Ja, der wird gleich wieder respawnen und ich bis dahin würde ich sagen, schneide ich euch das, bis dieser Sumpfkriecher wiederkommt. Also bis gleich. So, Leute, da haben wir ihn, den Sumpfkriecher, und ich würde sagen, der wird erstmal ein bisschen getötet. So. Natürlich. Man muss schon sagen, es ist schon ein bisschen vorteilhaft, wenn man. Ich habe nicht dich angegriffen. Willst du mich verarschen? Ach komm. Ich habe den Wichskopf angegriffen, Mann. Willst du mich verarschen? Zugegebenermaßen ist es schon so ein kleiner Vorteil, dass sie hierüber aufzurufen, weil. Hier hat man wirklich alle Spells im Blick. Und kann die Spam je nach Belieben. Das ist schon cool. Klar, das ist der Vorteil daran. Aber ich weiß nicht, da muss man hier auf den Knopf drücken, um auf die Karte zu kommen. Das ist auch schon so ein bisschen behindert. Die Wurmleiche, die haben wir jetzt gefunden. Und ja, gewöhnliche Fälle, brauchen wir die? Ich weiß ja, ich weiß gar nicht. Obwohl, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, jetzt hauen wir hier ein bisschen ab und gehen wieder zurück ins Dorf. Klare Kiste. Aber vorher denke ich mal, mache ich mir noch so ein Energiefeld an. Schadet ja nicht. Welches Level haben meine Zauber jetzt eigentlich? Stufe 6, Stufe 1. Lauf doch nicht gegen die Wand, du Idiot. Jetzt ist die Frage, haben die sich automatisch jetzt aufgestuft oder sind die alle übelst scheiße? Ich denke schon, dass sie sich automatisch aufstufen. So war das doch, ne? Nach dem Update. Nach einer der letzten Updates war das doch so, dass sich diese Fähigkeiten selbst hochgeskillt haben. So, die Frage ist jetzt. Halt die Fresse. Ich muss mir jetzt hier ein Gerücht anhören. Das war auch so eine Quest und das war, glaube ich, von dem. Oder war das nicht so? Warum kann man sonst diese Frau ansprechen? Ja, das verstehe ich gerade nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Wo muss ich denn sonst noch so hin? Was ist denn hier sonst noch so? Ja, da ist die Tagesquest, die will ich nicht annehmen. Aber generell hier. Ich möchte diese Leute gerne ansprechen, aber es geht nicht, wie ihr seht. Ihr seht's, ne? Ich kann sie nicht ansprechen. Und die Karte minimiert sich auch jedes Mal. Was soll der Scheiß? Regt ein bisschen auf. Gerüchte. Hilf Häuptling Uman, die abergläubischen Gerüchte des über Drachen im Sumpf der Lindwürmer zu zerstreuen.
Schauen wir mal danach. Die sollen sich auch hier irgendwo in der Nähe befinden. Aber wie gesagt, guck mal. Es ist anscheinend diese Person hier. Aber anscheinend kann ich die nicht ansprechen. Lorotrea, ist sie das? Nee, es ist Nukunambus. Aber mit der habe ich doch schon geredet. Seht ihr doch hier. Hä? Oder wo ist die? Verarschen? Wo ist diese Fotze, Mann? Ist sie irgendwie da hinten oder wie? Keine Ahnung. Na, ich weiß nicht. Es ist mir auch scheißegal. Wir erledigen die Quest, wenn wir irgendwie dafür Zeit oder Bock haben. Ich habe da gerade keinen Bock darauf, diese Person, scheiß Person zu suchen. Machen wir später, nicht jetzt. Wir haben auch anderes zu erledigen hier, meine Fresse. So, wo ist der scheiß Wurm? Die Wurmquest, wo ist die? Ich möchte gerne näher daran zoomen, aber das geht natürlich nicht, ne? Wo kann ich denn die Quest abgeben? Ich verstehe es nicht. Ist die da rechts? Leute, es tut mir leid, aber ich komme hier gerade nicht klar. Die Map ist gerade so übelst scheiße zu mir. Kann man das hier abgeben? Natürlich nicht. Doch, da hinten. Nukunambu. Klar, Umano hat immer recht. Selbst wenn er Unrecht hat. Wahrscheinlich ist er deswegen Politiker. War das jetzt diese Person, mit der wir reden mussten? War das jetzt nicht eben noch da hinten auf der Karte angezeigt? Verarschen? Oder wie sieht's aus? Und Kukutalris. Kukutalris, wo ist der Spasti denn? Ist aber komisch, weißt du, ich gehe da ins Zelt rein. Genau da ist dieser Pfeil für die Questabgabe. Und was ist? Ja. Man kann da mit keiner Menschenseele reden, weil es der falsche Ort war. Das war ein Fehler vom Spiel, nicht von mir selber. Also. Ja gut, jetzt fehlt noch ein Gerücht, was wir uns anhören müssen. Von Kukutalris, nur ich frage mich gerade, wo diese Person sein soll. Nein, du bist die Person nicht. Nein. Auch nicht. Ja, ich laufe gerade ziellos rum. Es ist natürlich sehr geil, ne? Weil man natürlich auch sehr viel schaffen kann in so einem Part, wo man einfach nur so Scheiß suchen muss. Der Rexfotzen. Bist du diese Scheißperson? Natürlich nicht, ne? Nee, warum auch? Warum sollst du doch diese Scheißperson sein? Leck mich doch am Sack. Da ist die Person. Da ist die. Mit der können wir aber nicht reden. Seht ihr das? Kukutalris. Wir müssen uns sein Gerücht anhören, aber wir können das nicht machen. Warum? Was weiß ich, warum nicht? Warum das nicht geht? Ich habe keine Ahnung. Ja. Leck mich doch am Arsch. Ich habe keine Ahnung. Wer ist der Typ mit. Wo müssen wir eigentlich diese scheiß Quest abgeben? Wo ist der Wichskopf? Da hinten oder was? Ja, natürlich. Kann es sein, dass der random auftaucht oder was geht bei dem ab? Willst du mich verarschen? Und was hast du gefunden? Deine Mutter habe ich gefunden. Meine Fresse. Frag doch nicht so dumm. Sprich mit Kukutalri. Magier, wie ich höre, hast du den sagenhaften riesigen Todeswurm getötet, ja? Ich weiß alles über Kukutalris Wahnvorstellungen. Was soll ich sagen? Diese Leute verbringen einfach viel zu viel Zeit mit ihren Pilzen. Als ich ein kleiner Junge war, hat mich mein Vater zu einem kleinen Wasserfall mitgenommen. Ich hatte Angst vor dem Nebel. Die Schatten schleien oder schienen darin ein düsteres Eigenleben zu führen. Aber er zeigte mir, dass das, was ich für Ungeheuer hielt, nur Vögel und Eidechsen und springende Fische waren. Wir müssen zusammenarbeiten, du und ich, und eine strahlende Stadt der Vernunft inmitten dieses Sumpfes der Unwissenheit errichten. Warum nicht? Ah, und jetzt auf einmal können wir das abgeben, oder was? Das hier? Das hier? Nein, das ist nicht das, was ich gesehen habe. Was ich gesehen habe, war jenseits menschlichen Fassungsvermögens. Das hier. Ich kenne das. Nein, das ist nicht das, was ich gesehen habe. So. Haben wir uns jetzt mal alle Scheißgerüchte von denen angehört? Ja, haben wir. Die müssen wahrscheinlich alle wieder zum Dorfältesten bringen, ne? Ja, natürlich müssen wir zu den.
Natürlich müssen wir die zu dem bringen. Selbstverständlich. Danke, Magier. Wir sind der Vertreibung der kleingeistigen Aberglauben oder des kleingeistigen Aberglaubens aus unserer ruhmreichen Sonsaya-Marschen einen Schritt näher gekommen. Mein Traum ist fast schon Wirklichkeit. Erfülle 200 Aufträge. Sehr schön, wir haben eine neue Trophäe bekommen. Cool. Heilende Kraft, das ist für Kleriker. Das würde uns nichts bringen, oder? Ich denke schon. So. Wie sieht's denn jetzt hier mit Quests aus? Ist hier noch irgendwo eine Quest? Ja, da ist random jetzt jemand aufgetaucht. Moin. Verlorene Liebe, sprich mit Galio in Miskatonien. Warst du jemals verliebt? Ich war's. Ich liebe immer noch einen Mann namens Tarat, obwohl keine Hoffnung besteht. Als seine Eltern unser Volk verraten haben, mussten sie ins Exil gehen, obwohl er keine Schuld hatte. Das sind alte Bräuche. Sein Name bleibt unausgesprochen auf ihren Lippen, ungehört in ihren Ohren. Nur ich erinnere mich an ihn. Ich schere mich nicht um die Gesetze der Alten. Ich will nur wissen, dass es Tarat noch gibt. Irgendwo, gesund und munter. Kannst du ihn für mich finden? Natürlich. Aber wie sieht's denn jetzt erstmal questmäßig aus? Wir haben keine Quests mehr, okay. Das heißt, wir würden jetzt schon aufbrechen nach Miskatonien. Das heißt, wir würden jetzt schon in dieses scheiß PvP-Gebiet gehen. Und da könnt ihr mal sehen, wie scheiße das ist. Es wäre deshalb auch nicht schlecht, weil auch bald das nächste PvP-Gebiet kommt. Werde euch schon mal so in den Kommentaren ankündigen, damit ich weiß, wer da Bock hat. Und wenn das so ist, dann könnt ihr eure Skype-Addy in die Kommentare schreiben. Ich adde euch dann. Dann werden wir zusammen hier durch dieses PvP-Gebiet laufen und durch diese Ebenen von Felu laufen und werden dann da so ein bisschen rumlaufen, damit ihr mir ein bisschen helfen könnt. Und was ist das hier? Eine Quest? Sprich mit Roberia. Hallo, du wirst wissen, dass du im Begriff bist, gefährliches Gebiet zu betreten. Du wirst nicht nur auf gefährliche Kreaturen treffen, sondern auch auf andere Kreaturen, die umherstreuen und dir Schaden zufügen wollen. Diese Gebiete sind als PvP-Bereiche bekannt. Hier hast du einige nützliche Elemente, die dir in diesen gefährlichen Gebieten vielleicht helfen werden. Benutze sie mit Bedacht ein. Mit Hilfe von Runen kannst du mehr erhalten. Kriegfreimarke. Das ist ja cool. Nimm diese Elemente und genieße dein Abenteuer, aber denk daran, sinnloses Töten lässt dich nur böse werden. Hüte dich davor und tue, was du für richtig hältst. Okay, Leute, das war vorher noch nicht hier. Diese Marken. Die waren vorher noch nicht da. Ich weiß, dass es diese Roberia vor einem Jahr noch nicht gegeben hat. Da ist man hier reingelaufen, in dieses PvP-Gebiet. Und was ist passiert? Man wurde abgeschlachtet. Und das ist erst, ja, mit der Friedensgesandten, das ist erst seit Neuestem so. Hat der einen PvP-Balken an? Nee, ne? Anscheinend nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das fürs Erste vom Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir nach Miskatonien gehen und da ein bisschen Action machen. Also, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.